In Frankreich bleibt Pavel Durov, der russischstämmige Gründer und Chef des Messenger-Dienstes Telegram, vorerst weiter in Haft. Die französischen Behörden werfen ihm vor, er würde zu wenig gegen kriminelle Aktivitäten auf seiner Online-Plattform unternehmen. Telegram hat weltweit rund 900 Millionen Nutzer und verweigert auch bei Straftaten die Herausgabe von Daten. Das macht Telegram zu einem wichtigen Medium für Oppositionelle in Diktaturen, aber auch zu einer zentralen Plattform für Desinformation, organisierte Kriminalität und für Terroristen. So hat die Terrormiliz IS auf ihrem Telegram-Kanal gejubelt, dass der mutmaßliche Attentäter von Solingen letzten Freitag ein Soldat des Islamischen Staates sei. Regina Pöll und Christian Hofmann berichten. Vor der französischen Botschaft in Moskau werden Papierflieger abgelegt, das Symbol von Telegram. Die Festnahme des Telegram-Chefs Pavel Durov Samstagabend auf einem Flughafen nahe Paris hat auch internationale Proteste und Reaktionen ausgelöst. Prominente Unterstützung erhält der 39-jährige Milliardär etwa von Edward Snowden, dem ehemaligen NSA-Whistleblower. Auch Elon Musk, Gründer und Chef des Online-Dienstes X, kritisiert das Vorgehen Frankreichs und fordert Durovs Freilassung. In den sozialen Medien unter dem Hashtag FreePavel machen User auf die Meinungsfreiheit aufmerksam. Durov selbst versteht sich ja als Kämpfer für die freie Meinungsäußerung. Seine Festnahme heizt nun jedenfalls wieder die Debatte an, was denn das im Netz bedeutet. Der Messenger-Dienst Telegram ist de facto nicht reguliert. Pavel Durov lehnt eine Moderation oder Einflussnahme auf die Inhalte ab. In der Vergangenheit sind viele gefährliche Verschwörungstheorien über Telegram verbreitet worden, erklärt die Terrorismusforscherin Julia Ebner, die wir übers Internet erreichen. Also natürlich ist die heftige Kritik an Telegram durchaus gerechtfertigt und es gab in der Vergangenheit immer wieder Anschläge, die über Telegram geplant wurden, die auch durchgeführt wurden, wo Telegram mitunter verantwortlich war, zum Beispiel für die Verbreitung von Propaganda. Auch jetzt zuletzt mit dem Anschlag in Solingen, wo IS sich ja dazu bekannt hat, auch da hat wieder Propaganda über Telegram stattgefunden. Also es ist auf jeden Fall eine Plattform, die durchaus kritisch zu beobachten ist. Durch die spezielle Programmierung des Messenger-Dienstes können Sperren umgangen werden. So kann Telegram auch in Ländern genutzt werden, in denen der Dienst blockiert ist, erklärt der Datenschutzexperte. Trotz all der Propaganda, und wir haben auch sehr viele gefährliche Verschwörungstheorien, die über Telegram verbreitet werden, aber trotzdem hat dieser Dienst vor allem eben in Russland etwas Gutes, weil er eine Informationsquelle für ganz viele Menschen ist. Das heißt, oppositionelle Kritiker, Kritikerinnen würden hier stumm gemacht. Unsere Sorge ist ganz klar, dass würde Telegram jetzt wirklich in die Bredouille kommen und abschalten müssen, in Russland sehr viel an neutraler Information auch über den Ukraine-Krieg dort einfach nicht mehr verfügbar ist. Und das wäre auf jeden Fall ein großes Manko. In der EU gibt es seit dem Vorjahr neue Vorschriften für große Plattformen. Sie müssen viel strenger gegen illegale Inhalte vorgehen. Daran wird jetzt auch Telegram gemessen. Es könnten aber noch mehr Maßnahmen nötig sein, sagt die Expertin. Ich bin da auf jeden Fall auch stark dafür, dass man weiter versucht, die Privatsphäre von Menschen möglichst gut zu schützen. Aber ich denke trotzdem, dass es aus behördlicher Sicht enorm wichtig wäre, hier doch etwas mehr Einblicke zu bekommen, vor allem um Mobilisierung zu Anschlägen zu verhindern. Es bleibt ein schwieriger Spagat zwischen Meinungsfreiheit und Terrorbekämpfung.